eine effektvolle Eröffnung für ein spektakuläres Finale. Zum 15. Berlin Masters in der rhythmischen Sportgymnastik oder kurz RSG war die absolute Weltspitze in die Hauptstadt gekommen. Jeweils 9 Starterinnen hatten sich am Vortag mit den 4 Handgeräten Reifen, Ball, Keulen und Band für die Endrunde des Grand Prix qualifiziert. 90 Sekunden blieben den Gymnastinnen nun, um unter den kritischen Augen der Jury zu bestehen. Einzige Deutsche im Feld der Finalistinnen war Jana Beretzko-Magranda. Für die 19-Jährige war der Wettbewerb auch eine wichtige Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Herbst in Stuttgart, weiß Organisatorin Uta Susanne Müller. Dort werden die Qualifikationen für die Olympischen Spiele sein. Also haben die Berlin Masters in diesem Jahr einen sehr hohen Stellenwert und wir haben die Weltelite hier, wir haben amtierende Europa- und Weltmeisterinnen hier und natürlich auch unsere deutschen, besten deutschen Gymnastinnen. Jana Beretzko-Magranda konnte ihren Vorjahreserfolg in diesem starken Starterfeld leider nicht wiederholen. In den Einzelwettbewerben triumphierte am Ende die russische Weltmeisterin Margarita Mamun in 3 von 4 Disziplinen. Mehr als nur ein Trostpflaster für das deutsche Team dürfte aber die Bronzemedaille im Gruppenwettkampf gewesen sein. Pünktlich zu seinem 15-jährigen Jubiläum hat sich das Berlin Masters von seiner besten Seite präsentiert. Vielleicht ist der frühe Termin im Mai ja ein Modell für die Zukunft. In den internationalen Wettkampfkalender scheint das Turnier zu diesem Zeitpunkt jedenfalls perfekt zu passen.